So, jetzt kommt Moritz mit einem Projekt, das, was sich Invisible PGP nennt. Also Datenschutz und Sicherheit ist ja für uns alle ein sehr relevantes Thema. Und auch für mich als Designerin auch total erstaunlich. Ich habe keine Ahnung von Programmieren. Und Moritz hat nach 9 Stunden die Programmiersprache gewechselt und ist dann trotzdem in der Hälfte der Zeit fertig geworden. Unglaublich. Ja, aber dazu erzählt er euch jetzt mehr. Es geht um Invisible PGP. Genau, Mikro wäre praktisch. Wer von euch hat schon mal eine verschlüsselte E-Mail verschickt? Wow, erstaunlich viele. Wer von euch hat schon mal eine iMessage verschickt? Ihr wisst, dass die Ende zu Ende verschlüsselt ist? Ohne das zu merken, wird ihr einfach Ende zu Ende verschlüsselt. iMessage hat seine Haken. Ich möchte aber genau das, was Apple für iMessage getan hat, eben Ende zu Ende Verschlüsselung, ohne dass der Benutzer das merkt, für unsere E-Mails haben. Das habe ich dann eben nach 9 Stunden mit dem Python Twisted Framework umgesetzt und GnuPG. Ja, und ich am besten, ich zeige euch das einfach mal. Hier rechts seht ihr einmal die Ausgaben meines Programms, da wird gleich ein bisschen was durchlaufen. Links das Logo und hier habe ich einmal einfach Thunderbird als E-Mail-Client. Ich verschicke die E-Mail. Die wird unten empfangen. Parallel redet mein Programm sitzt in der Mitte zwischen dem eigentlichen E-Mail-Server und Thunderbird hier auf der rechten Seite und gibt sich jeweils für die andere Seite als der andere aus, also in Richtung des E-Mail-Servers behauptet Invisible PGP ist da der E-Mail-Client und in Richtung des E-Mail-Clients, dass es der Server wäre. Dann wird eben werden die Daten empfangen und verschlüsselt. Und wenn wir hier einmal in die Inbox gucken, da ist die coole Testnachricht schon. Hat es auch noch geladen? Nee, bitte nicht. So, man sieht, ich habe ein Bild angehängt. Das funktioniert noch nicht. Gut, die nächsten Schritte sind natürlich, dass man noch Bilder mit verschicken kann. Die Anhänge, die sind in der E-Mail schon drin, nur die werden leider nicht richtig erkannt. Ansonsten die automatische Entschlüsselung wäre ein weiterer logischer nächster Schritt. Ja, bestehen noch Fragen? Mein Notizblock hat sich gerade beendet. Okay, keine weiteren Fragen. Ah, doch, da hinten. Wo soll der denn dann laufen, dein Proxy? Lokal oder? Natürlich, eine Möglichkeit wäre lokal. Das hilft dir aber auf so einem iPhone oder iPad gar nicht. Ich würde dir empfehlen, das in deinem lokalen Netzwerk laufen zu lassen. Dann ist das auch einigermaßen geschützt aus dem Netz.